weil ich hatte die Möglichkeit, mit beiden Herren vorher mich auszutauschen. Clément Noël aus dem Gorilla Gym in Hamburg, 26 Jahre alt, kommt selbst aus dem klassischen Thai-Boxen, hat das Ganze angefangen in Straßburg. Der Junge kommt aus Straßburg, Frankreich, hat mit 17 angefangen und hat das Ganze dann an das K1 angepasst und glaubt an die Distanzkontrolle, glaubt an seine Tiefs und möchte die Reichweite immer gern ausnutzen, hat aber an seinen eigenen Fehlern gearbeitet, meinte er, und sein eigenes Infight-Game ordentlich verbessert. Was natürlich sehr respektabel ist, dass man seine eigenen Fehler gut erkennt. Gehört zu einem guten Sportler immer dazu. Seine Prognose für den heutigen Kampf ist, es wird spannend und ordentlich intensiv. Wir haben aus vorherigen Kämpfen von Clément gelernt, er wird auf jeden Fall nicht zurückschrecken vor einem ordentlichen Battle. Kerim Hüder auf der anderen Seite, 27 Jahre alt, gibt gerade ordentlich Druck nach vorne. Und genau das war auch seine Antwort auf die Frage, wie er seinen Stil beschreiben würde, beziehungsweise den heutigen Kampf bestreiten wird. Er meinte, ich gebe ordentlich Gas nach vorne und werde nichts abwarten. Ich werde einfach draufgehen und zuhauen. Zitat Ende. Beide respektieren sich, beide kennen sich, beide sehr erfahren. Dabei Hüder noch mal ein bisschen mehr Erfahrung. Kerim Hüder hat den Sport mit 14 gestartet, war nicht immer ganz konstant, hat während Covid komplett gestoppt. Ist aber komplett am Start hier heute bei Get in the Ring. Schöne Aktion hier, die sind wirklich im Infight. Es lohnt sich, dass Clément das ein bisschen mehr gedrillt hat. Schön Tiebversuch, schöner Livershot to Headhook von Kerim. Oh, gutes Timing davon. Hüder hält sich auf jeden Fall an sein Wort und geht ordentlich nach vorne und wartet keine Sekunde ab. Schöne Aktion hier. Aber auch gut geblockt von Clément. Schöne Rechte, gut getroffen. Ordentlich wild hier im Vorwärtsgang der Hüder. Switchfake hier von Clément, er will was vorbereiten. Gut getimter Tipp. Wieder sehr schön gemacht. Auch Clément hält schon, was er gesagt hat. Möchte Distanz kontrollieren, möchte Tipps nutzen. Genau wie er es macht. Beide sind auf jeden Fall schon mal ehrlich. Schöne Aktion hier bei dem Infight. Wenn es langfristig im Infight bleibt, sehe ich Hüder vorne. Noel muss immer mal wieder versuchen, seine Tiefs mit reinzubringen, ein paar Roundkicks zu treffen, längere Aktionen zu bringen, vielleicht ein paar Setups durchzusetzen. Während Hüder wirklich einfach nach vorne sprintet mit harten Händen. Lässt in Sekunden laufen. Schön. Runde 1 over, sehr schön gemacht. Kerim Hüder war sogar schon 2016 bei Get in the Ring. Gerade mal 27 Jahre alt, hat schon sehr, sehr viel Erfahrung mit Clément, der Franzose aus Straßburg. Hat apropos gegen Jan Großmann im März gekämpft, 5 Runden lang im Main Event. Hat sich da einen Titel gesichert. Jan Großmann besiegt Jan Großmann von gerade eben. Vorhin einen guten Kampf hingelegt. Mal sehen. Runde 2 startet. Clément Noël gegen Kerim Hüder. Gladiator Gym bei Hüder. Gorilla Gym Clément Noël. War doch wirklich sehr, sehr sympathisch gewesen. Aber das zählt jetzt gerade leider gar nicht. Gerade ist wirklich nur, wer will's mehr? Wer gibt mehr Gas? Wer hat mehr Zeit reingesteckt im Training?
Wer hat effizienter trainiert und wer kann es effizienter umsetzen? Sehr, sehr schöne Hände hier von Hüdel. Macht er gut, er fängt. Noel hat versucht reinzugehen mit Knee-Fakes, sprich mit großen Knee-Steps. Und Hüdel hat ihn einfach gut abgefangen mit wilden Haken. Funktioniert, solange es Knee-Fakes sind. Wenn richtige Knie kommen, ist es ein bisschen schwieriger. Aber mal sehen, was sie daraus machen. Sehr schöne Aktion hier. Schön. Noel geht on. Ui, kleiner Sweep. Schön gemacht. Nicht ganz gut gesehen, gern gesehen im K1, aber Respekt. Es geht Clement mehr nach vorne und gibt ordentlich Druck. Gibt die Richtung an. Also auf den Punktezetteln ausschlaggebend sein kann. Jetzt die Tüdel. Kurze Clinch-Sequenz. Das Knie wirkt, als ob es ein bisschen höher ging als erlaubt, aber Kevin geht hier ordentlich nach vorne. Er sollte noch ein paar mehr Aktionen dahinter stecken. Es wirkt, als ob seine Atmung langsam schwerer werden. Auf die Fragen, wie die Vorbereitung lief, meinte er ganz gut. Wenn es klappte, wenn es klappte, trainiert er zweimal täglich. Uff, jetzt genau das. Die Aktionen liegen dahinter. Direkt wird das Ganze effizienter. Eine 2 von 3 in the books. Die letzte Runde kommt. Wirklich sehr gespannt. Mir gerne noch ein paar Runden mehr wünschen. Kann ich leider nur nicht. Da sehen wir den Sweep. Schöner Left Hook hier von Kerim im Infight Exchange. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, dass Clemo ein bisschen mehr den Infight drillt oder gedrillt hat, um die Schwächen da auszubessern. Immer so ein Ding mit Kämpfern. Viele wollen ungern sich ihren Schwächen bewusst machen. Und Clemont meinte da, ey, da bin ich nicht ganz so gut wie auf meiner Long Range. Let's make it better. Letzte Runde. Show of Respect. Der einzige Sport, in dem man sich umarmt und Sekunden später dann wieder versucht, den Kopf wegzuhauen. Gegen Ende des Kampfes sich dann wieder respektiert. Kann man den Sport nicht lieben. Sehr schön. Ich finde es sehr schön, wie Kerim immer vom Livershot zum Kopf geht, wieder zum Bauch. Sehr schön mit diesem Target Change. Darüber rede ich schon den ganzen Abend. Sehr, sehr viele immer nur auf ein einziges Ziel gehen. Die ganze Zeit versuchen, den Kopf wegzuhauen. Und Hüdel versteht den Sinn dahinter, den Körper zu bearbeiten, dann hochzugehen und wieder runterzugehen. Weil es einfach mehr Türen öffnet. Finde ich sehr, sehr gut. Das zeigt einfach nur die Erfahrung von ihm. Clinch-Sequenzen gehen länger als sonst. 2 Minuten noch zu kämpfen. Hey.
Spielen des Weeps hier von Clermont. Seine Spezialität, er kommt ja, wie gesagt, aus dem Muay Thai, zum Thai-Boxen, damit gestartet. So das Ganze natürlich dann fürs K1 anzupassen. Dennoch kommen manchmal die ganzen Sweeps da raus. Hey. Uff. Schön wieder. Liverhead. Schönes Knie von Noel. Clinch wird separated. Eine Minute fünf noch zu kämpfen. Schöne Knie von Clermont im Clinch. Kurz vor Warnung, weil er sich an den Ring festgehalten hat, um zu kicken. Oh, schöne linke Aktion hier von Clermont. Sekunden noch. Let's go. Beide sehr aktiv, wirklich. Keiner möchte stoppen, keiner möchte irgendwie aufgeben, keiner möchte aufhören. Ist immer schön mit anzusehen. Das ist eine schöne Aktion hier von Clermont. Schönes Knie. Letzten Sekunden laufen bereits. Uff, schön ausgewichen. Hey. Time. Schöner Kampf. Respekt an beide. Kerim Hüdür und Clermont Noel. Überlassen die Entscheidung den Punkterichtern. Mal sehen, wie das Ganze endet. Kommen zum offiziellen Urteil. Yes, Applaus für beide Athleten. Ordentlich verdient. Mal sehen. Kerim Hüdür nimmt den Sieg mit. Zurück ins Gladiator Gym. Die Hände im Infight haben ihn den Sieg geholt. Gratuliere, Glückwunsch.